Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Uno Chris. Heute reden wir mal ein bisschen darüber, wie ich meine Wasseranlage geplant habe. Ja, Vanlife, mit dem Auto unterwegs sein, reisen, das ist gerade voll im Trend. Das ist ein richtiger Hype geworden. Jeder baut seinen Bus aus, jeder ist unterwegs mit seiner Karre und sucht das nächste große Abenteuer. Gut wäre es, wenn man unterwegs ein bisschen Hygiene pflegen kann. Dafür braucht ihr eine Wasseranlage. Ich werde eine in meine Wohnkabine ebenfalls einbauen. Und bevor man jetzt anfängt, irgendwelchen Quatsch zusammen zu kaufen, das am Ende nicht funktioniert oder kaputt geht oder nicht ausreicht, sollte man sich vorher ein paar Gedanken machen, und das machen wir jetzt. Und zwar, bevor ihr losfahrt und eure Sachen einkauft, überlegt euch, wie viele Leute seid ihr auf der Reise? Wann seid ihr unterwegs? In welcher Jahreszeit? Wie lange? Wollt ihr das Wasser darin trinken oder nur euch damit waschen? Ist das Brauchwasser oder Trinkwasser? Und alle solche Dinge müsst ihr vorher abwägen. Wie viel Platz habt ihr dafür in eurem Fahrzeug? Von der kleinen Wasserinstallation im T4 mit ein bisschen Kanister, Tauchpumpe, Automatikhahn und schon habt ihr eure fließend Wasser im Bus. Oder ihr habt ein Expeditionsmobil mit zig Entnahmestellen und seid ewig lange unterwegs. Da braucht ihr 100 Liter. Macht schon einen Unterschied, was ihr da einkauft. Bevor ich jetzt hier groß anfange zu quatschen, ich gebe euch gleich drei Exemplare mal als Beispiel, wie man eine Wasserinstallation im Bus oder im Camper aufbauen kann. Die einfachste Variante ist nämlich die, dass ihr euch einen solchen Weithalskanister organisiert. Am besten mit einer solchen Verschraubung oben, dass Kabel und Schlauch durchpassen. Da hängt ihr dann so eine Tauchpumpe rein. Da kommt hier oben der Schlauch drauf, ein Kabel ist dabei. Und dann verschlaucht ihr das Ganze hier an dem Automatikhahn. Hier ist ein eingebauter Schalter, hört man es? Klick, klack. Der macht das Wasser an und aus. Das wird hier hinten einfach ein bisschen angeschlossen. Hier unten kommt das Abwasser dran. Und schon ist die simpelste Art der Wasserinstallation in eurem Camper. Wem es jetzt aber zu schnell ging, ich mal es euch einfach mal gerade auf. Also die leichteste Variante, die ihr euch vorstellen könnt, sehe ungefähr so aus. Ihr habt einen Kanister mit der Tauchpumpe darin. Das Ganze wird natürlich elektrisch verbunden. Eine Seite geht an die Batterie. Die andere Seite, also die eine Seite der Batterie geht an die Tauchpumpe. Die andere Seite der Batterie geht hoch an den Automatikhahn. Da kommt auch der Schlauch der Pumpe an. Hier plätschert lustig das Wasser in euer Planschbecken und euer Waschbecken. Dann hier, nicht vergessen, ein Geruchsverschluss. Die leichteste Variante ist einfach ein Schlauch aufgerollt, einmal um den Kreis, oder auch eine Welle wie ein Siphon, um den Geruch aus dem Abwassertank zu stoppen. Also hier ein Abwassertank. Hier nicht vergessen, entweder hat man den tragbar, dass man ihn abstöpselt, oder man hat eine Ablassschraube, ein Ventil, um das Wasser rauszulassen. Die meisten in diesem Kaliber sind aber tragbar, also hier einfach abstecken und wegschütten. Aber nicht einfach irgendwo, sondern in den Gully oder in den Abfluss, der dafür geeignet ist. Nicht irgendwo in die Pampa und auch nicht in irgendwelche Regenwasser-Auffangrinnen. Da, wo Abwasser hingehört, kommt das hin. Jetzt lässt sich das hier aber noch ein bisschen erweitern. Und zwar, wenn ihr einfach hier euch ein Y-Stück anbaut, dann kommt hier der Schlauch in eine Mischbatterie oder sowas. Und hier Plus und Minus die Kabel nicht vergessen für die Anschlüsse hier an der Elektrik, so, damit auch die Pumpe startet, wenn hier da das Wasser startet, und schon habt ihr hier eine Dusche installiert. Kann man machen. Eine andere Variante dieser Minimalinstallation wäre es, wenn ihr jetzt einen Kanister habt. Hier versenkt ihr wieder eine Tauchpumpe. Hier kommt der Schlauch raus, aber jetzt ist hier die Box dazwischen, und bevor ihr oben an euren Wasserhahn kommt, ist das hier nämlich ein Druckschalter. Der schaltet eure Pumpe ein, sobald hier das Wasser läuft und der Druck in der Leitung abfällt. Ihr habt also erst einen kurzen Schluck Wasser, der da rauskommt, dann fängt die Pumpe an zu fördern, es fließt richtig Wasser, und wenn ihr wieder ausschaltet, habt ihr Druck auf der Leitung. Und die Pumpe geht aus. Hier gehört natürlich Strom dran. So, das kommt hier unten dran. Und eins geht an die Kiste, an den Druckschalter. Also eine Leitung
elektrisch an den Druckschalter und der Druckschalter geht an die Pumpe und von der Pumpe wieder an den Minuspol. Kommen wir nun also zur Variante Nummer 2 für die Wasserinstallation. Nehmen wir mal an, ihr habt ein etwas größeres Fahrzeug, ihr habt etwas mehr Platz für mehr Wasserinstallationen und für mehr Gewicht in eurem Fahrzeug. Dann könnt ihr etwas mehr einbauen, vielleicht einen fest eingebauten größeren Wassertank, ein, zwei, vielleicht auch drei Entnahmestellen. Dann empfehle ich euch, eventuell sowas zu bauen hier. Wenn ihr nämlich einen Einverstutzten habt mit einem fest eingebauten Wassertank, der hat eine Entlüftung, die hier oben dran geht. Ein fest eingebauter Tank braucht natürlich auch etwas zum Entleeren, wenn die Saison zu Ende ist oder es wird Winter, dass ihr den Tank entleeren könnt. Meistens hat er hier oben noch eine größere Öffnung, um den Tank mal von innen zu reinigen. Dann geht ihr von dem Tank einfach hier rüber. Das könnte ein optionaler Filter sein. Den kann man einbauen, muss man aber nicht. Kommt darauf an, wie ihr das Wasser nutzen möchtet oder auch wohin ihr unterwegs seid und wie lange. Dann würde ich empfehlen, ein Rückschlagventil, um das Wasser, das hier eventuell zurückläuft, aufzuhalten, damit es die Pumpe nicht eventuell beschädigt. Also wie gesagt, das ist eine Pumpe. Dann habt ihr hier ein, zwei Weichen, T-Stücke oder Y-Stücke, um eine weitere Entnahmestelle anzuschließen. Hier zum Beispiel könnte es eine Außendusche sein. Hier könnt ihr weitere Sachen anschließen und am Ende kommt ihr am Spülbecken an. Hier also wieder ein Hahn mit Schalter. Auch hier natürlich mit Schalter, das hier ist der elektrische Anschluss. Wenn es hier plätschert, geht es in den Siphon oder Geruchsverschluss runter in den Abwassertank. Der ist natürlich auch entleerbar, denn irgendwo muss das Zeug ja hin. Und hier natürlich auch eine Entlüftung. Das Ganze wird elektrisch angeschlossen, zum einen jeweils an jeden Schalter hier, der wiederum dann die Pumpe startet. Und die Pumpe natürlich wieder an den Minuspol. Das ist die Mittelklasse, würde ich mal sagen, wie man eine Wasserinstallation in einem mittelgroßen Fahrzeug einbauen könnte. Hier allerdings der Nachteil, man muss jeden Schalter einzeln hier anschließen. Das kann mit der Zeit ein bisschen viel Aufwand sein beim Verkabeln. Natürlich ist es nicht so schwierig, da noch eine Warmwasserversorgung nachzurüsten. Das muss man einfach nur auch elektrisch anschließen. Die meisten kleinen Boiler kann man auch ein- und ausschalten, manuell am Gerät. Der Aufwand ist nicht allzu groß. Ihr könnt euch da zum Beispiel inspirieren lassen von The Sunnyside. Die haben zum Beispiel in ihrem Defender Willy einfach einen Wärmetauscher nachgerüstet, der mit der Motorwärme warmes Wasser erzeugt. Das geht auch elektrisch, ist nicht so schwer. Vielleicht habt ihr ja noch wirklich viel Platz und ihr habt auch ein wirklich größeres Fahrzeug, vielleicht ein Expeditionsmobil und ihr möchtet auf nichts verzichten, warm duschen und ganz normale Duscharmaturen vielleicht auch verwenden. Dann würde ich euch dieses hier empfehlen. Kommen wir nun zu der, wie ich finde, komfortabelsten aller Lösungen. Das ist nämlich das Kalt- und Warmwassersystem mit Druckpumpe und Ausgleichsbehälter. Das sieht wie folgt aus. Wir haben hier wieder unseren Einfüllstutzen an der Außenseite des Fahrzeugs, den Frischwassertank mit Entlüftung, einem Ablasshahn, falls wir mal sauber machen oder das Fahrzeug winterfest machen. Dann haben wir hier wieder einen optionalen Filter, ein Rückschlagventil, falls uns hier das Wasser zurückfließen möchte, um die Pumpe zu schonen. Hier die Druckpumpe. Das hier ist ein Ausgleichsbehälter, der für gleichbleibenden Druck im Leitungssystem sorgt, damit wir einen schönen, angenehm, gleichmäßigen Fluss an den Auslassstellen haben. Dann können wir hier unser Kaltwasser anschließen an den Warmwasserboiler. Das gleiche schließen wir Kaltwasser an alle Entnahmestellen an. Jetzt können wir aber hier vom Warmwasserboiler einen Warmwasserschlauch verlegen, ebenfalls an alle Entnahmestellen. Und hier haben wir Mischbatterien, wie wir sie zum Beispiel in der Küche kennen oder sonst wo, können wir ganz normale Armaturen verwenden, die wir haben wollen. Hier unser Ablaufbecken, unser Spülbecken mit Geruchsverschluss oder Siphon und hier geht es ab in den Abwasserkanister oder Wassertank. Nicht zu vergessen hier an der tiefsten Stelle, um das ganze System, das gilt immer bei jeder Art der Installation, immer das System entwässern zu können oder entleeren zu können, falls es Winter wird oder die Saison zu Ende ist, damit wir hier keine Wasserrückstände im System haben, die uns kaputt frieren können oder die anfangen zu stinken, wenn wir das Ganze lange Zeit nicht benutzen wollen. Wenn ihr aber eine Druckpumpe verwendet statt einer Tauchpumpe,
würde ich empfehlen, also ich würde das zumindest so machen, nochmal einen Extraschalter für den elektrischen Anschluss der Pumpe einzubauen. Denn ich würde es bevorzugen, wenn während der Fahrt kein Strom an der Pumpe anliegt. Solltet ihr nämlich irgendwann einmal ein kleines Loch irgendwo haben, eine Undichtigkeit in eurer Wasserinstallation, dann wird euch nämlich die Pumpe den ganzen Tankinhalt in den Camper pumpen. Das wäre blöd. Deswegen, ich würde nur Strom anlassen auf der Pumpe, wenn ich auch im Fahrzeug bin oder im Camper. Ansonsten, wenn da irgendwas schief geht, die Pumpe macht ihre Arbeit. Und das kann dann doof sein, wenn ihr den gesamten Tankinhalt irgendwo im Auto verteilt habt. Ja, so ein Frischwassertank sollte einmal im Jahr gereinigt werden. Dafür ist oben meist eine recht große Öffnung drin. Was ihr auch machen könnt, ist zum einen das Wasser vorfiltern oder auch mit UV-Licht behandeln. Das desinfiziert und tötet keine. Üblicherweise zum Saisonende, Herbst, Winter, da sind die wenigsten unterwegs, würde ich sagen, entwässert, also lasst das Wasser ab, macht das System frei von Wasser, damit euch die Leitungen nicht aufplatzen und kaputt frieren, damit kein Wasser im System bleibt und anfängt zu stinken und zu gammeln. Was ist jetzt, wenn ihr zum Beispiel mehrere Tanks verwenden wollt? Ihr habt nicht nur einen, vielleicht zwei oder drei, vielleicht sogar mit verschiedenen Höhenniveaus. Was solltet ihr da dann tun? Nun, wenn ihr die auf einer Ebene stehen habt, dann ist das nicht so schwer. Ihr müsst auf jeden Fall jeden Tank entlüften, dass sie auch gefüllt werden können und die Luft entweicht. Ansonsten würde ich die mit einem 40 mm Schlauch miteinander koppeln, damit das Befüllen auch schnell genug geht. Ansonsten, wenn ihr einen Höhenunterschied in eurem Aufbau habt, was die Tanks angeht, dann male ich euch gerade mal ein bisschen was auf und das besprechen wir gleich. Also, schauen wir uns das mal an. Angenommen, wir haben die Tanks auf einem Niveau stehen. Dann ist das wie gehabt, ein Einfüllstutzen mit Entlüftung. Wir koppeln mit 40 mm einen zweiten Tank, der wird ebenfalls entlüftet und wir haben eine ganz normale Entnahme an einer Pumpe, wie auch immer wir das machen möchten. Wenn wir jetzt aber verschiedene Höhenniveaus haben, das hier ein Tank und hier vielleicht unter dem Fahrzeug noch einen verbaut, ich würde sagen, wir nehmen zwei Einfüllstutzen, für jeden Tank einen, natürlich mit Entlüftung. Das Ganze koppeln wir dann aber über Absperrventile, damit wir jeden Tank einzeln absperren können und gehen dann über ein Y-Stück an eine Pumpe. Hier habe ich natürlich eine Druckpumpe gezeichnet, denn eine Tauchpumpe macht halt nicht viel Sinn. Und so würde ich einen Höhenunterschied bei der Wasserinstallation realisieren. Beim Thema Filteranlagen in der Wasserinstallation in eurem Camper oder in eurem Van, Bus, was auch immer ihr benutzt, würde ich euch empfehlen, euch nochmal speziell beraten zu lassen. Zum Beispiel bei Famous Water, da gibt es eine Website, die kann ich euch verlinken, hier oben in der Ecke oder unter dem Video. Die kennen sich damit wirklich aus, die haben gute Produkte, ich bekomme jetzt keine Provision oder sowas. Ich habe es auch selber nicht getestet, ich kann das nur so wiedergeben, wie ich es mir angelesen habe. Oder auch die Videos von Hermann unterwegs, auch die würde ich euch hier verlinken, hier oben oder da unten. Sucht es euch raus, die haben auch sehr informative Videos zum Thema Wasseranlagen und Wasserfilter hochgeladen hier auf YouTube. Schaut euch das an, um euch weiter zu informieren. Denn es gibt dort verschiedene Möglichkeiten, entweder mit Keramikfiltern zu arbeiten, die mechanisch wirken, wo die quasi wie ein Sieb funktionieren. Da bleiben auch schon mal Bakterien, Schwebstoffe und alles, was das Wasser eintrübt, bleibt dort hängen. Und diese Keramikfilter kann man reinigen. Man reibt die Oberfläche ein wenig ab, dann ist die Oberfläche wieder wie neu. Es funktioniert wie am ersten Tag. Der Filter funktioniert wieder zu 100%. So ein Filter hält auch 5 bis 10 Jahre oder länger. Und es gibt die Variante der Aktivkohlefilterung. Die ist dazu da, um im Wasser gelöste Stoffe zu filtern. Zum Beispiel Chemikalien, Fäkalien und alles andere, was im Wasser halt aufgelöst wurde. Das bleibt in der Aktivkohle hängen und kann zusätzlich filtern. Die Aktivkohle wirkt aber am besten, wenn das Wasser langsam durch diesen Filter fließt. Deswegen kann es je nach Größe der Anlage sinnvoll sein, vielleicht auch mal zwei Aktivkohlefilter parallel laufen zu lassen. Wenn ihr jetzt in exotischere Länder unterwegs seid, würde ich euch einen Wasserfilter auf jeden Fall empfehlen, denn ca. 80% aller Erkrankungen auf einer Reise gehen auf verschmutztes Trinkwasser zurück. Achtet aber darauf, wenn ihr jetzt irgendwo unterwegs seid,
in fernen Ländern ist es nicht überall so gegeben, dass der Wasserdruck so ist wie bei uns hier. Vielleicht habt ihr nur ein kleines Rinnsal oder vielleicht auch nur einen Brunnen. Überlegt euch, wie ihr das Wasser in den Tank kriegen wollt, wenn es nicht aus dem Schlauch rausspritzt. Okay, das war die Theorie zur Wasserinstallation. Bevor es bei mir losgeht im Camper, in der Wohnkabine, haben wir jetzt geklärt, wie ich das machen werde. Wenn ihr weitere solche Videos haben wollt, wo ich solche Ausbauthemen mal erkläre, wie ich das zumindest mache. Ich bin ja hier nicht der Experte, ich bin auch nur Laie, nur Bastelfreak. Dann lasst mich das wissen. Schreibt es unten in die Kommentare, als persönliche Nachricht, auch über Instagram, könnt ihr mich gut erreichen. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen, über ein Abo würde ich mich sowieso gerne freuen. Fragen, Anregungen, Kritik immer unten reinschreiben. Ich verlinke euch die Videos, die ich erwähnt habe, auch unten in der Infobox. Schaut euch das an, wenn ihr mehr Infos haben möchtet. Und das war's jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao!